Dresden dramatischer Unfall in der A4. Während der Nacht wurden drei Männer in einem erfolglosen Überholmanöver schwer verletzt. Kurz vor Mitternacht rief der Skoda, fahren zwischen dem Nossen, Autobahndreieck und der Wilsdruff Junktion und wollte die anderen Autos übergeben. Der heftige Unfall ereignet sich. Der Motor wurde beim Unfall über die Strasse auf den grünen Streifen geworfen, das Auto stürzte nur in der mittleren Plank und schleuderte dann direkt über die Strasse und stürzte dagegen eine Schildbrücke. Der Aufprall war so gewalttätig, dass ein Vorderrad und sogar der Motor ausgerissen wurden. Der Fahrer und die beiden Insassen wurden schwer in ein Krankenhaus verletzt. Das Auto, Wrack, musste geborgen werden. Die Polizei untersucht nun, warum das Unglück aufgetreten ist.